Was tun, wenn der Chef brüllt? Wie Sie selbstbewusst gegenüber dominanten und einschüchternden Personen auftreten, und das muss nicht immer nur der Chef sein, das erzähle ich in diesem Video. Ganz herzlich willkommen. Hier ist die Moderatorenschule Baden-Württemberg und mein Name ist Nicole Krieger. Als ich mein Volontariat zur Fernsehredakteurin absolviert habe, da hatte ich einen Chef, der hatte das echt drauf mit dem Brüllen. Ich war so 23, gerade frisch im Volontariat, hatte meinen Fernsehbeitrag für den Tag schon geschnitten und musste noch den Text machen. Ich rief also meinen Chef vom Dienst zur Abnahme. Der kam dann, las ich den Text durch und brüllte plötzlich los: Frau Krieger, was ist denn das für eine Scheiße? Drückte auf einmal alles Markieren und dann auf die Löschen-Taste und meinte dann: Nochmal. Heute passiert mir sowas nicht mehr. Aber nicht, weil ich diese Menschen nicht mehr treffe, sondern weil ich mein Verhalten geändert habe. Weil ich mich anders gebe. Und deswegen haben dominante und einschüchternde Personen, und das muss nicht immer nur der brüllende Chef sein, einfach keine Chance mehr bei mir. Es gibt ja auch andere Personen, die dominant auftreten. Ja, das kann der Kollege sein, es kann ein Familienmitglied sein oder irgendwelche Freunde. Es kann immer wieder zu solchen Situationen kommen. Und deswegen möchte ich Ihnen in diesem Video ein paar Tipps geben, wie auch Sie es schaffen, dass Sie nicht mehr angebrüllt werden und dass Sie sich nicht mehr einschüchtern lassen von solchen Menschen. Mein allererster Tipp, und der ist wirklich sehr leicht umzusetzen: Verändern Sie Ihre Wirkung über Körpersprache. Also wenn Sie in Ihrer Körpersprache schon so ein bisschen klein sind, also in den niedrigen Status gehen und somit der dominanteren Person den Hochstatus ermöglichen, dann machen Sie es der dominanten Person einfach, nochmal eins draufzugeben, sie anzubrüllen, nochmal von oben Druck auszuüben. Also achten Sie auf Ihre Körpersprache, aufrechte Haltung, gute Körperspannung und Blickkontakt. Sie schauen nicht weg, wenn Sie angebrüllt werden. Ja? Immer der Unterlegene schaut ja immer weg. Aber Sie wollen nicht unterlegen sein. Also schauen Sie in Zukunft diese Personen an, die versuchen, dominant und einschüchternd zu sein. Körpersprache ist ein ganz mächtiges Wirkmittel. Deshalb machen Sie sich bewusst, wie Sie wirken. Auch ich habe das natürlich machen müssen. Als professionelle Moderatorin habe ich im Laufe meiner Karriere viele Trainings gemacht, so Trainings, wie wir sie auch an der Moderatorenschule Baden-Württemberg anbieten. Und da habe ich natürlich gelernt, wie wirke ich eigentlich? Und was kann ich tun, damit ich überzeugender wirke und selbstbewusster wirke? Das heißt also, wenn Sie das interessiert, kommen Sie gerne mal vorbei. Da unten ist das Programm verlinkt. Dann können auch Sie an Ihrer Wirkung arbeiten. Weil das eine ist natürlich, dass Sie von mir hier ein paar Tipps kriegen. Das können Sie auch schon umsetzen. Aber das andere ist halt mal ein Feedback zu bekommen. Und erst mit einem sauberen Feedback lernen Sie mehr. So, also mein erster Tipp: Körpersprache. Zweiter Tipp: Arbeiten Sie an Ihrer Stimmpräsenz. Menschen, die sich einschüchtern lassen, werden auch gerne mal so ein bisschen leise. So ein kleines Mäuschen und ja, natürlich, ich mache das gern. Nein, Ihre Stimme ist präsent. Und natürlich schreien Sie nicht zurück, wenn Sie angebrüllt werden. Das ist ja klar, wer schreit, hat Unrecht. Aber Sie bleiben in einer festen, klaren Stimme. Wenn Sie etwas möchten, wenn Sie auf jemanden reagieren, Sie bleiben ruhig, aber Sie bleiben präsent. Und auch das lässt sich trainieren. Stimmtraining ist die beste Variante, um sich der eigenen Stimme bewusst zu werden und auch mal die eigenen Stimmmuster zu überprüfen. Was mache ich denn? Was macht denn meine Stimme, wenn ich angebrüllt werde? Und das zu trainieren, das eigene Instrument zu beherrschen, das lege ich Ihnen sehr, sehr ans Herz. Mein dritter Tipp für Sie, und das ist auch etwas,
das habe ich gemacht im Laufe der Jahre und deswegen passiert mir das heute auch nicht mehr, dass mich jemand in der Form anbrüllt. Schauen Sie mal auf Ihre innere Haltung. Entwickeln Sie ein Stärkenbewusstsein. Es gibt garantiert irgendetwas, in dem Sie richtig spitze sind. Sie haben ganz sicher ein paar Stärken, die sind erwähnenswert. Und deswegen machen Sie sich mal eine Liste. Das kann ich super, darin bin ich Experte, da bin ich spitze. Und diese Liste hängen Sie irgendwo an den Kühlschrank oder machen Sie sie meinetwegen als Startbildschirm auf Ihr Smartphone, sodass Sie diese Liste mit Ihren Stärken immer vor Augen haben. Und dann werden Sie sich Ihrer Stärken bewusst. Und wenn Sie wissen, was Sie drauf haben, macht Sie keiner mehr so schnell klein. Natürlich heißt das jetzt nicht, dass Sie angeben sollen und protzen müssen mit dem, was Sie alles wissen oder so tun, als ob Sie ganz viel wissen. Das meine ich nicht. Ich meine wirklich der ureigenen Stärken bewusst werden und klar zu sein, das kann ich und das kann ich gut. Und wenn Sie mit dieser inneren Haltung jemandem gegenübertreten, dann haben solche Brüller oder solche Drücker oder Einschüchterer einfach keine Chance bei Ihnen. Ich wünsche Ihnen ein selbstbewusstes Auftreten. Probieren Sie ein paar Tipps aus von denen, die ich Ihnen genannt habe. Gucken Sie gerne noch mal hier durch die Videoreihe, die wir schon haben. Abonnieren Sie noch den Kanal, damit Sie gar kein Video mehr verpassen. Und bleiben Sie uns gewogen hier bei der Moderatorenschule Baden-Württemberg. Schöne Woche. Tschüss.